Ja, heute steht ein weiterer Umzug an. Gute Nachrichten, Gott sei Dank. Die Situation von Enns Vater, Papa Fredo, hat sich in den letzten 2 Monaten deutlich verbessert. Er ist jetzt wieder in der Lage, selbstständig zu gehen. Er hatte ja vor 2 Monaten einen Schlaganfall. Seine gesamte rechte Seite war gelähmt, also das Bein, der Arm. Sprechen fiel ihm schwer und die Erinnerung war auch teilweise nicht mehr vorhanden. Und wir hatten natürlich die schlimmsten Befürchtungen. Er wurde dann eben in das Boardinghaus gebracht, wo auch sein Sohn, der Ronron, wohnte. Da war aber eine sehr steile Treppe. Und nachdem sein Zustand sich jetzt eben sehr gut verbessert hat, ziehen wir ihn jetzt um zu Enns Schwester nach Paknaan. Das ist auf der anderen Seite von Cebu. Enns Schwester hatte den Vater ja die letzten 2 Monate gepflegt. Das heißt, sie war von ihrem Ehemann getrennt. Und Papa Fredo, wie ihr sehen könnt, kann inzwischen wirklich wieder selbstständig laufen mit einem Gehstock. Aber es ist natürlich jetzt auch für Enns Schwester besser, dass sie wieder bei ihrem Ehemann leben kann in ihrem Haus. Wir sparen eben auch die Miete ein, die ja das Boardinghaus gekostet hat. Und natürlich Papa Fredo ist auch froh, weil hier ist einfach die Situation für ihn besser. Er kann rumlaufen und das fördert natürlich seinen Heilungsprozess. Die Schwester lebt hier in Paknaan in einem kleinen gemieteten Haus für 2500 Peso im Monat. Das ist eigentlich nur ein etwa 12 Quadratmeter großer Raum mit hinten im Anbau einer kleinen Kochmöglichkeit. Die Toilette ist außerhalb für alle Leute, aber der Boden hier ist eben und nicht diese steile Treppe, die Papa Fredo einfach nicht in der Lage war, runterzugehen. Hier kann er halt ja rumlaufen und es ist natürlich auch nicht so gefährlich wie eben in der Innenstadt. Wie gesagt, Platz ist in der kleinsten Hütte, kann man sagen. Hier wird eben seine Matratze dann sein. Ich habe jetzt auf Weitwinkel geschaltet, damit man eben sehen kann, wie klein dieses Häuschen ist. Das ist eben für 2.500 Peso mietbar und da hat man dann so 12 Quadratmeter ganz einfach. Aber wie gesagt, das sind eben für Filipinos schon bessere Lebensverhältnisse als eben in der Squatter-Area. Der Umzug spart mir natürlich auch ein bisschen Kosten, aber es sind immer halt noch eben 4.500 Peso für seine Medikamente monatlich. Und natürlich unterstützen wir die Familie ein bisschen mit Reis, damit eben das Ganze für die nicht zu schwierig zu machen ist. Ja, ich hoffe, das kleine Update hat euch gefallen und ihr bleibt dran, denn in den kommenden Wochen will ich halt weitere Updates auch geben. Tschüss!